Manchmal passieren Dinge, nach denen wir uns fragen, wie konnte das passieren? Wir haben einen Unfall und könnten gelähmt werden oder etwas Wichtiges verlieren. Wir suchen lange nach einem Job oder einem Partner zum Heiraten, aber finden jahrelang nichts. Wir fangen an nachzudenken, woran es liegen könnte. Prüft Allah oder bestraft er mich? Nach der Schlacht von Badr dachten die Muslime, dass sie mit Allah subhanahu wa ta'ala immer gewinnen werden und ihnen nichts widerfahren kann. Doch in der Schlacht von Uhud geschah es dann. Sie hatten verloren und haben sich dann gefragt, woran das liegen könnte. Sie dachten, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihnen immer helfen. Wie kam es dazu, dass wir verloren haben? Will er subhanahu wa ta'ala uns damit prüfen? Haben wir etwas falsch gemacht und bestraft Allah subhanahu wa ta'ala uns? Sie hatten eine Denkweise gehabt, die heute sehr wenige von uns haben. Und das ist die Selbstkritik. Nach dieser Niederlage offenbarte Allah subhanahu wa ta'ala den Vers, und als euch eine Strafe traf, obwohl ihr euren Gegnern bereits ein Doppeltes so Schlimmes zugefügt hattet, fragtet ihr, woher kommt das? Sprich, es kommt von euch selbst. Allah subhanahu wa ta'ala offenbarte diesen Vers nach der Schlacht von Uhud. Als der Sieg in Sicht war, haben einige Muslime ihre Stellung verlassen, um an die Kriegsbeute zu kommen. Obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen ausdrücklich untersagte. Der Feind merkte es und kehrte sofort wieder um die Gefährten und den Propheten sallallahu alaihi wasallam anzugreifen. Dieser Fehler kostete den Muslimen den Sieg. Und Allah subhanahu wa ta'ala wollte ihnen hier klar machen, dass diese Niederlage von ihnen selbst kam. Nach dem Motto, weil ihr ungehorsam wart, wurdet ihr bestraft. Es ist so, liebe Geschwister. Wenn uns etwas widerfährt, können wir niemals zu 100% wissen, ob das eine Prüfung oder eine Strafe ist. Doch anhand des Umstands, in den Allah subhanahu wa ta'ala uns versetzt hat, können wir ungefähr abschätzen, ob wir geprüft oder bestraft werden. Viel wichtiger aber ist, dass wir eine selbstkritische Haltung gegenüber den Schicksalsschlägen entwickeln. Wenn uns nun etwas widerfährt, was Unruhe in unseren Herzen bereitet, dann sollten wir uns fragen, was habe ich falsch gemacht? Vielleicht war ich zu jemandem ungerecht und deshalb bestraft Allah subhanahu wa ta'ala mich, indem mir Ungerechtigkeit widerfährt. Ich war hier und da nicht immer ganz ehrlich. Und heute werde ich geprüft oder vielleicht bestraft durch meine Freunde, indem sie auch nicht mehr ganz so ehrlich zu mir sind. Was habe ich in der Vergangenheit falsch gemacht, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich heute in so eine Situation gebracht hat? Denn vielleicht muss ich gerade mit den Konsequenzen meiner Sünden leben. So ist es auch bei der Schlacht gewesen. Die Muslime haben ihre Position verlassen, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam es ihnen untersagte. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie für den Ungehorsam bestraft. Es kommt von euch selbst. Sie waren selbstkritisch und haben den Fehler bei sich gesucht. Dieses Denken hat die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam ausgezeichnet. Nicht umsonst waren sie die beste Generation, die jemals gelebt hat. Doch wir haben heute die Einstellung, dass wir weniger selbstkritisch gegenüber uns sind. Weniger die Fehler bei uns suchen, sondern vielmehr bei den anderen. Mit dem Finger auf andere zeigen ist immer einfach. Schuld sind immer die anderen. Die Schuld von sich abweisen kann jeder. Doch Umar radiallahu anhu sagte, zieht euch selbst zur Rechenschaft, bevor der Tag kommt, an dem ihr zur Rechenschaft gezogen werdet. Wenn uns ein Schicksalsschlag trifft, dann sollten wir den Fehler bei uns suchen. Wir sollten uns selbst zur Rechenschaft ziehen, bevor wir andere zur Rechenschaft ziehen.